Hallo, și bine ați venit! Ich bin Raquel Lang und habe euch heute wieder ein kleines Geheimnis mitgebracht. Und zwar möchte ich euch nochmal erläutern, was wir unter dem Tangobein verstehen. Für den Tango benutze ich immer wieder den Begriff und wir aktivieren das Bein bis hier unter die Brust und nennen das Tangobein. Warum? Weil wenn ich das Bein nur hier bis in die Hüfte aktiviere, dann bleibt alles klein. Dann werden die Schritte kleiner und vor allem habe ich immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Hüfte dabei, je nachdem wo ich hingehe, ausbricht. Und viele von uns haben ja dann das Thema, ach, nicht wie im Salsa mit der Hüfte arbeiten. Oder pass auf, dass du in dem Vorwärtsschritt nicht die Hüfte verlierst. Wenn wir aber das Bein muskulär bis hier unter die Brust verlängern, dann passiert das nicht. Dann haben wir nämlich immer, wenn ich jetzt hier in einen Vorwärtsschritt gehe und das übertreibe, die Hüfte in einer Rotation hier nach links oder nach rechts verschoben. Es hilft mir auch, wenn ich gehe, zum Beispiel rückwärts gehe, dass ich nicht hier, wenn ich mir das Bein hier unten vorstelle, in die Hohlkreuzposition komme. Nee, das Bein ist ja von hier. Zack. Es ist eine Länge, wenn man es größer macht, sieht man es noch besser. Es ist eine Länge hier von dem Rippenbogen. Fragt mich nicht, welcher das genau ist. Er ist hier unter der Brust. Eine Diagonale bis zur Fußspitze. Und auch hier, dann habt ihr nicht hier irgendwo so einen Knick. Wenn ich nicht in das Tangobein gehe, dann habe ich die Schulter über dem Becken und dann kommt das Bein. Und sonst ist es im Schritt, oder auch hier sieht man es natürlich super gut, eine Länge und ab hier richtet es sich auf. Wenn ihr zu dem Thema noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollt, guckt euch auch das Video von mir an, wo ich über die Tangohaltung rede. Da kommt es auch vor. Das hier ist mein Brustkorb. Hier bin ich in Verbindung mit dem Mann. Das richte ich auf und hier habe ich eine Länge, ein Tangobein. Wenn wir tanzen, erkläre ich das auch immer so, dass ich sage, guckt beispielsweise in der Torsion, guckt, dass Fuß, Knie und der Hüftknochen in einer Linie bleiben und die Torsion, die setzt hier an. Es ist nicht das. Jetzt sieht man, dass das besser, ne? Super schnell bricht hier mir sonst das Knie aus. Nein, das Tangobein in seiner vollen Länge und hier oben torsiere ich. Beim Seitschritt ist es immer wurscht, aber auch im Vorwärtsschritt. Hoppala, die ganze Länge im Drehmoment. Und wenn ihr übt, wenn ihr zu Hause zum Beispiel oder wenn ihr auf der Straße übt, dann stellt euch auch einfach wieder vor, dass ihr dieses schöne Kleid anhabt und schreitet. Na, wenn ihr schreitet, dann merkt ihr, sogar im Alltagsleben könnt ihr das Bein bis hier oben verlängern. Es ist nicht nur hier. Hier ist zwar das Gelenk in der Hüfte, aber wenn ihr euch eben groß macht und dann hilft es auch wieder, dieses mit dem Scheitel zur Decke streben und dabei aber die Verwurzelung mit den Füßen, auch wenn sie nur hier vorne auf dem Ballen ist. Und gut, auch noch auf dem Absatz in die Erde diese Verwurzelung zu haben und sich so auseinanderzuziehen, dann ist es automatisch so, dass die ganzen Verbindungsmuskeln zwischen Rumpf und Bein aktiviert werden und ihr die Beine hier habt. Und wisst ihr, das Schöne dabei ist auch, dass dann hier ein bisschen Zirkulierung stattfindet und man auch die ganz engen Kleidchen nach dem Riesenteller Spaghetti tragen kann. Also geht vielleicht einfach mal so ein bisschen auch durch die Straße und guckt mal, wie das ist, wenn ihr euch so aufrichtet und schreitet. Ob ihr dann nicht plötzlich spürt, dass hier auch ein bisschen Bewegung ist, hier über diese schrägen Bauchmuskeln. Also das Tangobein ist in dem Sinne nicht etwas, was wir nur im Tango aktivieren können, sondern auch sonst. Und ich sage ganz, ganz gerne auch mal, wenn ich die Tänzerinnen schreiten lasse, ihr stellt euch vor, ihr seid auf dem Catwalk. Ich stelle mir das immer so vor, dass die bis hier oben ihre Beine bewegen. Weil wenn die nur hier sind, dann sind die Schritte viel kürzer. Und es kommt auch ein bisschen Schwung ins Becken, aber der ist eher so in der Rotation. Und es sieht, finde ich, super schön aus, wenn das bis hier oben aktiviert ist.
und man hat plötzlich noch längere Beine. Also ich sage noch länger, nicht weil ich so wahnsinnig lange Beine habe, sondern weil einerseits ist der Absatz und es ist ein Unterschied von 20 cm. Und beim Tanzen könnt ihr einfach die größeren Schritte machen. Es sieht eleganter aus, ihr werdet weicher, geschmeidiger. Ich habe es auch in einem meiner letzten Maestra-Videos gesagt. Wenn ich Ocho mache, dann spürt man das auch total gut. Und ich die Beine bis hier habe, dann hat auch Fuß, Knie und hier der Hüftknochen, hier oben sieht man es nicht mehr so ganz, aber der Hüftknochen, die Richtung des Vorwärtsschrittes. Hier habe ich die Torsion und nicht dieses Oberschenkel zusammen. Nein, die Oberschenkel sind auf. Die sind auf, soweit es je nach Physiognomie des Körpers geht. Aber wenn ihr sowas macht, dann spürt ihr auch, das ist es nicht. Und die Beine sind gestreckt und eben die Beine gehen in eine Richtung. Es ist schöner, es schafft euch mehr Aufspannung hier für das Drehmoment, das hier kommen würde. Und es ist einfach auch gelenkschonender. Weil das Knie ist ein Übertragsgelenk, das ist ein Scharniergelenk. Das kann nur durch den Oberschenkel so eine Richtung. Wenn ihr aber anfangt, hier zu torsieren und das Knie über die Ausrichtung des zweiten Zehens kommt, ist das eine Belastung. Also für alle von euch, die auch merken, dass ihr so ein bisschen Knieprobleme habt, achtet ganz besonders darauf, dass wenn ihr dreht, den Fuß und das Knie mitnehmt. Manchmal passiert auch das Gegenteil, dass der Fuß hier bleibt und das Knie schon mal in die Drehmomentsrichtung geht. Nee, ihr wollt das ganze Bein. Ihr wollt Fuß, Knie und Hüfte immer in derselben Richtung haben, weil das Bein bis hier geht. Und ihr wollt das ganze Bein bewegen. Es sei denn, ihr macht irgendwie so eine Verzierung. Die Verzierung lebt durch das Scharniergelenk und durch die Rotation im Oberschenkel. Ne? Aber ansonsten tanzt ihr das ganze Gelenk. Ja, und wenn ihr eben das ganze Gelenk, das ganze Bein, muss ich nachher gleich wieder Anmerkungen hier im Video machen. Das Schöne ist, wenn ihr das Tangobein bis hier oben aktiviert, denn hier ist es ja auch näher am Motor, die Info kommt schneller und wenn ich das von hier oben anfange, dann bleibt das Bein entspannt. Also ich habe keine Kraft in meinem Bein. Und auch die Füße, die bleiben entspannt. Die Zehen, die bleiben entspannt, weil sie kommen durch das Bein. Es ist so, wie wenn ich die Finger verkrampfe, wenn ich den Arm bewege. Wenn ich den Arm bewege, dann dürfen die Hände auch entspannt sein. Und deshalb sage ich auch, wenn ich einen Vorwärtsschritt mache, dann gehe ich über den Absatz. Weil ich schmeiße das Bein. Von hier unten stelle ich mir vor, dass mich so eine Hand hier rüber und das Bein nach vorne kapituliert. So eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Natürlich besprechen wir ja auch immer alles mit unseren beiden Töchtern. Und als sie dann noch ein bisschen jünger war, also auf jeden Fall alle in Köln gelebt haben. Und wenn wir spazieren gegangen sind, hat die dann gerne Ricardo nachgeahmt und hier so mein Bein immer bewegt. Immer so mit der Hand unten drunter gegriffen, damit sich das so wegkatapultiert. Und das ist ein super schönes Gefühl. Wie dann das Bein einfach nochmal so den Impuls kriegt, entspannt nach vorne zu gehen. Aber hier oben setzt es an. Und von hier oben ist die Bewegung. Wenn das Bein hier oben ist, dann ist einfach auch der Weg länger. Von hier oben, der Vorwärtsschritt kommt. Bang. Und nicht hier nur aus dem Gelenk. Ach, das ist der Schritt. Aber wie gesagt, ich glaube, oder ich empfinde es so, dass es keine artifizielle Bewegung ist. Die Absätze sind es. Manche Verzierungen, manche Fußführungen sind es. Gerade eben auch, wenn man eben vorwärts über die Fußspitze geht, ne? Was so ein bisschen aus dem Ballett kommt oder die Escenarios das gerne machen. Aber ansonsten, die Grundidee dahinter ist natürlich, sie ist nur extremer, sie ist nur auf die Spitze getrieben. Ja, das waren so meine wichtigsten Inputs zum Tangobein, das für mich und Ricardo wirklich sehr wichtig ist. So ausschlaggebend eigentlich, das Bein hier oben anzusetzen. Dadurch natürlich auch die Torsion hier oben anzusetzen. Probiert es für euch aus, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr durch die Straßen schreitet oder im Übungsraum beim Tanzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
erhellende Momente und freue mich, dass ihr dabei wart. La Revedere und bis zum nächsten Mal.